Leute, guckt euch mal die Stärke an. Da kannst du ja fast Erstliga mitspielen. Das ist Wahnsinn. Timo Werner, Jopek, Franke, alle mit einer 70. Und das Spiel fängt sehr gut an mit einem Fehlpass. Ja, grüß euch. 18. Spieltag. Also quasi hat jetzt schon in diesem Moment die Rückrunde begonnen. Jetzt haben wir hier einen Freistoß. Matuschka und Avari hat den Ball. Was war das denn jetzt hier? War das ein Elfmeter? Also das finde ich an dieser Art Textmodus ein bisschen doof, dass man manchmal diese Sachen gar nicht richtig nachvollziehen kann, was da passiert ist. Aber es riecht eigentlich fast nach Elfmeter, dass wir den da verkloppt haben. Das können wir nachher draußen wahrscheinlich sehen, weil ich denke mal, bei Freistoß hätte es so ausgesehen, wie es jetzt aussieht. Wieder Matuschka, der hat heute wahrscheinlich da das Pech an den Schlappen, aber wir machen zumindest weiter. Eine große Riesenchance, die wir nicht gesehen haben und drei kleine jetzt. Aber irgendwie haben wir jetzt die kleine verwertet. Also das sind Verrückte, sind es. Timo Werner ist es schon wieder. 9. Saisontor. Yusuf Paulsen mit der Vorlage. Timo Werner wirklich im Stil eines Torjägers grätscht da in die flache Hereingabe rein und schaufelt das Ding da vom 11-Meter-Punkt an Davari vorbei. Und es geht so weiter für Braunschweig, wie das eigentlich die ganze Saison schon ist. Nämlich absolut schlecht. Die sind ja noch gar nicht hier rangekommen. 60% Ballbesitz. Nur Leute, das Gefährliche ist. Erstens das hier. Und das Zweite, was ich sagen wollte, nee, das ist nicht lustig, aber ich finde es gerade so erschreckend. Ne? Der ist im Moment wahrscheinlich die Form seines jungen Lebens. Und dann verletzt er sich wieder. Ja, jetzt muss Fran rein, oder? Ich kann, nee, warte mal, ich habe eine andere Idee. Aber ich weiß nicht, ob sich das umsetzen lässt. Paulsen vorne hin. Und jetzt mal hier auf die Seite, ne? Matuschka könnte dahin, Papa könnte auf die Seite gehen und dann Lugo auf die andere. Was hat Papa für einen Fuß? Rechts, der ist Linksfuß. Das heißt, der müsste dann quasi den Arjen Robben machen, müsste man nach innen ziehen. Das ist mir jetzt lieber, als da irgendeinen reinzusetzen. Na gut, Lugo hat auch eine 9er Form, ist auch bescheuert, ne? Das ist eigentlich auch doof. Aber ich probiere das mal. Ich meine, wenn man irgendwie mal ein paar Experimente machen kann, dann macht man das doch lieber im Heimspiel bei 1-0 Führung. Ja, Taktik natürlich noch gucken. Dass man jetzt mal sagt, ne, das wollte ich gar nicht. Luge ist nämlich einer, der Flügelspieler ist. Das heißt, der soll es nicht so arg vor. Zwar schon noch den Umständen entsprechend. Der soll auch eigentlich relativ viel flanken, aber nicht ganz so viel. Dann machen wir mal 60. Und auf jeden Fall möchte ich das nicht haben, dass der steil geht. Also, der kann von mir jetzt gerne dribbeln, aber ich will überwiegend wirklich Flanken sehen. Machen wir jetzt auch in den Laufwegen, dass man das zumindest ein bisschen eingedämmt hat, ne? So. Dass er flanken soll. Jopek geht dann quasi hier rein. Stopft so ein bisschen das Loch. Und Papa geht natürlich dann hin, ne? Der geht dann hier so ein bisschen hin. So ein bisschen mehr so. Ja, mal gucken. Mal gucken. Das wirft natürlich jetzt das Spiel so ein bisschen durcheinander. Unser bester Torschütze ist erstmal wieder draußen. Mit einer blöden Verletzung. Eine Zerrung ist immer ärgerlich. Klar, das ist eigentlich schön, weil du weißt, der fehlt nicht lange. Aber gerade wo der jetzt so gut drauf war, hätten wir natürlich gerne drin behalten. So Leute, weiter so, weil das sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus. Dass man ja auch wirklich sagen kann, selbst gegen eine Mannschaft wie Braunschweig sind wir mittlerweile Favorit. Nicht nur aufgrund der Tabellenkonstellation, sondern auch wie wir spielen, wie wir in den letzten Wochen aufgetreten sind. Paulsen hat momentan eine 1. Ekbal Matuschka ist die erste im Spiel, aber die Abwehr von Braunschweig klärt es relativ souverän. Es ist eine halbe Stunde jetzt, die gespielt ist. Die schlechteste Note am Platz ist eine 3,5. Das kann sich sehen lassen. Jetzt haben wir wieder irgendwas Komisches. Jopek. Jetzt nicht der Nächste. Nicht der Nächste. Ich lasse ihn schon mal warm laufen. Ich lasse den Fandrich schon mal warm laufen. Leute, irgendwas ist hier komisch. Ob das jetzt an den Ärzten liegt, an den Trainingsbedingungen, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, hier ist ja keiner im grünen, ja klar, im roten Bereich unterwegs oder sonst was. Das ist jetzt der Nächste, der hier ausfällt. Lass mich das mal gerade abchecken hier. Kimmich hat eine 59, das lohnt sich nicht. Fandrich, ja, das ist unser Mann für die Seite. Ist unser Mann. Zweiter Wechsel in der ersten Halbzeit aufgrund Verletzungen. Ganz bitter. Ja, wir lassen die mal alle jetzt warm laufen. Also inklusive, ja, inklusive Torwart, man weiß ja nie. Also bei meinem Glück verletzt sich da ja noch der Coltorti. Es ist aber auch nur eine Zerrung, glaube ich.
Jetzt kommt Braunschweig. Die nutzen das jetzt aus. Ne? Wir sind natürlich jetzt verunsichert, haben zwei wichtige Männer verloren. Teuerkauf, Hochscheid, Flanke auf Öl. Aber Franke hat aufgepasst. Noch gar nicht im Spiel unsere Abwehr, würde ich mal fast behaupten. Und dann müssen die ja so eine Situation klären. Omar El Abdelawi mit der Ecke, kurze Variante. Legt den Ball für Hochscheid ab. Der zieht dann halb links aber übers Tor. Also keine große Gefahr für unseren Kasten. Ja, und ich nehme mal an, das war's jetzt auch schon wieder von Braunschweig. Trainer ist hier nicht mehr der gute Lieberknecht, sondern Waddock, der die Truppe da wahrscheinlich übernommen hat nach dem Abstieg. Joshua Kimmich mit dem Nachschuss. Und da schmeißt sich jetzt Bicacic rein. Und es gibt die Ecke. Eieieiei. Also die nächste Riesenchance. Paulsen ist zu überrascht nach dieser Ecke. Und schießt dann 2 Meter am Tor vorbei. Kann es eben nicht platzieren, leider. Aber nach wie vor sehr, sehr gute Leistung von Paulsen. Also selbst nach dem Positionswechsel. Handspiel jetzt von Sirre, der sich die gelbe Karte abholt. Wir haben dreimal die Note 1,0 glatt gehabt. Jetzt nicht mehr, Matuschka. Und dann nochmal 1,5 mit Paulsen. Also das ist schon wirklich eine klasse Mannschaftsleistung wieder gewesen. Wir haben schlechte Sicht. Aber das kann sich jetzt in der nächsten Viertelstunde etwas aufheben, weil wir es erstmal Halbzeit haben. Braunschweig muss hier im Rückstand hinterherlaufen. Das stimmt, das ist richtig. Und wir müssen den Verletzungen hinterherlaufen. Ich hoffe mal, dass uns das jetzt nicht aus der Bahn wirft. So, ich habe vor dem Spiel gesagt, wir werden den Spaß am Fußball nehmen. Also das ist richtig geglückt. Und jetzt sage ich auch noch, in der zweiten Halbzeit verderben wir den endgültig die Laune. Muss man. Also wenn man zu Hause 1-0 führt, gegen einen angenockten Gegner wie Braunschweig, da muss man das natürlich dann noch durchziehen. Also hier ist jetzt erstmal die Lobwelle angesagt. Also Kimmich heute wieder mit einer 1,0. Also der geht steil ohne Ende. So, ich will heute mal loben. Also auch Luke kommt rein mit einer 2. Was hat denn auf der anderen Seite der Papa gemacht? 3,5 ist auch in Ordnung. So, Massage. Massage. Ja, was natürlich noch ein Grund sein kann. Wir haben natürlich jetzt innerhalb von 7 Tagen, glaube ich, 3-mal gespielt. Ungefähr. Mit englischer Woche. Das sind die natürlich nicht gewöhnt. Das hatten wir ja so noch nie. Also höchstens, wenn das mal ein Pokal oder so war. Aber ja, muss man jetzt mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Es kann ein Faktor sein. Ich versuche momentan so ein bisschen den Strohhalm mir zu klammern und mir zu erklären, warum das jetzt passiert. Auch so häufig. Weil das sind Muskelverletzungen. Das sind halt harmlose Dinger, aber es ist schon in der Häufigkeit auffällig. Och, Davari. Daniel Davari macht den Riesenfehler hier. Harmloser Distanzschuss von Steffen Lang. Also selbst der hat sich erst mal vorne eingeschaltet. Davari prallt ab. Genau vor die Füße von Paulsen. Und der lässt sich das natürlich nicht entgehen. Die nächste Welle, die hier rollt. Nach Eckball Matuschka. Torhymne läuft immer noch. Manuel ne Marcel Correa gegen Matuschka. Ne, gegen Paulsen. Alter Schwede, es ist spät. Aber deswegen muss man trotzdem noch lesen können. Und ich habe nichts getrunken, also das mal gerade zu der Sache, um das mal klarzustellen. Ja, was soll ich sagen? Ich kann einfach nur weiter so sagen. Das ist Wahnsinn. Selbst bei diesen Platzbedingungen. Wir haben hier Einsen, ich kann es fast gar nicht mehr zählen. So viele sind es. Jetzt kommt nochmal Braunschweig. Also nach wie vor aufpassen natürlich. Jung gegen El Abdelawi hindert ihn da am Flanken. Obwohl der alles versucht. Ich werde jetzt den Teufel tun und hier früh wechseln. Weil man weiß nie, wenn wieder spät irgendwas passiert, dann spielst du mit 10 Mann. Schwache Aktion von Fandrich. Ja, ist momentan noch, ja, nicht ganz. Papa hat eine 3,5, also sagen wir mal, zweitschlechtester Mann auf dem Platz. Also ich meine, das ist meckern auf hohem Niveau, wenn du das sagen kannst mit einem Spieler, der eine 3 hat. Ne? Das ist ganz klar. Jan Warshausen jetzt für Timo Pertl. Mal gucken, was haben die denn da für eine Position, Linksverteidiger. Eine 58. Jetzt kommt Samuel Jackson für Thorsten Oerl. Den hat man auch nur ganz am Anfang mal gesehen bei der einen Möglichkeit. Ich glaube, Jackson ist ein schneller Spieler. Das ist, glaube ich, ein schneller Spieler. Da müssen wir aufpassen. So, Luge wird steil geschickt, will an El Abdelawi vorbeigehen und bleibt hängen. Setzt aber nach, holt sich die Kugel wieder. Spielt flach in die Mitte. Paulsen kommt zum Schuss. Davari ist in der Ecke. Und auch hier nicht das dritte Tor. Nee, dreht das dann auch um den Pfosten rum. Also er hat den Fehler gemacht eben, aber er ist ein verlässlicher Torwart. Achtung, Braunschweig kommt. 100%iger. Also wir haben jetzt die Möglichkeit hier nicht genutzt. Jan Hochscheid mal mit einem Geistesblitz. Mirko Boland wird geschickt. Und wir machen alles richtig.
Und die Fahne ist oben, also Joshua Kimmich. Also das ist der absolute Knaller. Er macht den Schritt nach vorne. Klasse. Also Wahnsinn. Also das funktioniert mit der Abseitsfalle perfekt, würde ich mal sagen. Josef Paulsen, der trifft jetzt hier alles. Der trifft jetzt hier alles. Ey, Himmel. Himmel, Arsch und Zwirn. Josef Paulsen, der darf jetzt auch raus. Das reicht jetzt von der Zeit her. Jetzt klappt da wirklich alles. Weitschuss, halbrechte Position, 25 Meter trifft er da in den Winkel rein, der Däne. Ich würde mal fast sagen, das war eine gute Idee, den nach vorne zu stellen, da, um Gottes Willen. Ich bin echt geflasht von der Leistung hier von der Mannschaft. Also das ist absoluter Wahnsinn. Wir können jetzt mal ein bisschen Kontrolle übernehmen. Gibt Ecke jetzt nochmal für die Braunschweiger nach Samuel Jacksons Möglichkeit hier. Sire konnte das Ding zur Ecke lenken. So, Jan Hochscheid schubst. Das ist auch nicht sein Tag heute. Mit einer 5. Domi Kumbela auch eine 5. Also wir scheinen damit wirklich das Zentrum getroffen zu haben von Braunschweig. Mit der Manndeckung für den Spielmacher. So, die ergeben sich in ihr Schicksal. Und ich bin mal gespannt, wie hungrig unsere Mannschaft noch ist. Fandrich und Papa, das sind nach wie vor die schlechtesten auf dem Platz. Mit einer 3, mit einer 3,5. Da ist er, Papa. Taucht alleine vom Torwart auf, aber statt zu schießen, schlägt er noch einen Haken. Das ist eben Papa. Der ist eben nicht so fokussiert. Der ist ungefähr gleich alt wie Paulsen, wie Werner, wie die ganzen Jungs. Aber es ist immer irgendwas, was dann irgendwie das Erfolgserlebnis verhindert bei ihm. Oft zumindest. So, wieder ist Fabian Franke da, der zur Ecke rettet. Also was ist das hier heute? Das klappt vorne, das klappt hinten. Das ist Wahnsinn. Jetzt haben wir Glück. Sire klärt das Ding hier selber gegen seinen Schädel. Und dann schreicht das Ding am Tor vorbei. Es gibt nochmal Ecke für Braunschweig. Vielleicht auch noch das Ehrentor hier schießen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das noch aus der Hand geben. Nach einem 3:0. Jetzt haben die noch knappe 10 Minuten. Vielleicht mit Nachspielzeit. Das ist auch nicht mehr so viel. Deswegen, also, da machen wir uns jetzt gar keinen Kopf mehr. Wir gucken jetzt einfach noch, dass wir das hier verletzungsfrei hoffentlich über die Bühne bringen. Wir können den Einsatz nochmal runterziehen. Hier machen wir nochmal ein bisschen was runter. Abseitsfalle kommt jetzt weg. Und ich denke mal, dann machen wir hinten dicht. Nö, denken die gar nicht dran. Die spielen weiter nach vorne. Eben Luge, Matuschka. Und jetzt haben wir das vierte. Jetzt haben wir das vierte Tor. Das war nach einem Freistoß. Die Mannschaft ist nicht zu bremsen momentan. Das gibt's nicht. Der Kotorti hat nichts zu tun da hinten. Matuschka, Freistoß, findet den Kopf von Franke. Und Franke ist heute der beste Mann, das sag ich euch. Also der macht nicht nur hinten die Sache eiskalt und sowas von verlässt. Hier sind wir noch Tabellenführer. Also was ist bitte hier los? Leute, ja, ich träume nicht, das weiß ich. Ich weiß, dass ich eine geile Mannschaft habe. Und das habe ich auch teilweise euch zu verdanken. Einfach die Transfertipps, die kamen. Sind natürlich immer so Spieler jetzt, ne? Matuschka, der Jopek, der heute leider nicht lange Freude hatte, aber hat auch eine 2 gehabt. Paulsen 1,0. Timo Werner mit einem Tor. Also da kannst du eigentlich kaum irgendwas bemängeln. Auch der Kimmich, wo ich den Tipp bekommen habe, den bloß hinten hinzustellen. Also nicht in die ZM, sondern der muss DM stehen. Seit ein paar Spielen wirklich Wahnsinn. 1,5 heute wieder. Also Anthony Jung unauffällig. 1,5. Sire 2,0. Also das ist der Knaller. Wir gehen mal sofort weiter in den Nachbericht. Ich bin gespannt, ob wir damit den Notenrekord brechen können. Bis gleich. Ja, meine Lieben, das hat wieder relativ lang gedauert. Natürlich wegen den Verletzungen musste man ein bisschen mehr hin und her schieben. Ein bisschen mehr Feinarbeit machen. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben 4 verschiedene Vorlagengeber. Wir haben 3 verschiedene Torschützen. Wir haben Noten, dass es sich gewaschen hat. Die schlechtesten wirklich sind eine 3,5 von Kotorti, die arme Sau, die aber nichts zu tun hatte. Und eben Papa. Der aber, ja gut, links außen natürlich. Nachher muss da rechts spielen. Das hat ihm anscheinend nicht so gut gefallen, aber dafür ist wirklich die 3,5 einfach klasse. Thiemann sprachen, ja, wenn das nicht funktioniert hat, dann habe ich wirklich keinen Schimmer mehr. Simon Jackson ist noch der Beste gewesen bei denen, 1,5. Und das ist wirklich komplett aus einer anderen Welt. Also egal, wen du hier anguckst, die haben alle schlechte Noten. Hinten, der Pertl ist noch der Beste in der Abwehr. Davari mit einem Riesenklops, der leitet hier auch so ein bisschen dann das Desaster ein für Braunschweig. Korea und Bicakcic noch nicht mal unbedingt jetzt so die Auslöser oder die Schuldigen, sondern das, was hier passiert. Also die Offensive. Katastrophe. Echt eine Katastrophe. Man kann das anders nicht beschreiben. Statistik. 10 Chancen für uns, nominell eine steht hier für Braunschweig. Das ist ein bisschen wenig. Also ein paar waren da schon, die zusammenkamen. Aber eben nichts Gefährliches, so richtig. Ballbesitz 38%. Das ist für einen Bundesliga-Absteiger
wirklich fast eine Bankrotterklärung gegen einen Aufsteiger. Gut, es ist halt für die ein Auswärtsspiel, aber trotzdem, das darf keine Entschuldigung sein. Aber du siehst halt, Qualität kannst du hemmen, nämlich mit Unsicherheit. Und das ist momentan der Fall. Und wir haben eben das Selbstvertrauen. Wir haben denen von Anfang an gezeigt, wer hierher in der Bude ist. Und das Ding war fast ausverkauft. Stimmung ohne Ende. Und das treibt dich dann einfach nach vorne. Das ist quasi Welle, eine Welle, da kannst du nicht dich entziehen. Wolke 7, da schwebt momentan jeder drauf in Leipzig. Das müsste man eigentlich fast bremsen, aber will ich eigentlich gar nicht. Warum soll ich das tun? Ich bin ja nicht Jürgen Klopp. Um das mal so zu sagen. Nicht falsch verstehen, ich mag den Kerl, also das ist ein erfrischender Charakter und das fehlt ja heute teilweise. Aber er ist teilweise ein bisschen zu defensiv in seinen Aussagen. So, 16 Treffer, Dugra Šerhan. Da habe ich sogar mein Bild gefunden. Ich hoffe mal, dass das Ding drin ist. Nee, ist es wahrscheinlich nicht, weil ich da noch die Daten ändern muss. Aber auf jeden Fall, das gibt's dann in der nächsten Folge oder nächsten Aufnahme, muss man ja sagen. Die nächste Folge kommt ja heute Abend. Ja, was soll ich dazu sagen? RB Leipzig ist momentan die Mannschaft der Stunde. Nach 18 Spieltagen stehen wir vorne. 34 Punkte. Wir haben 9 Spiele gewonnen, 7 Mal unentschieden, nur 2 Mal verloren. Das ist der Bestwert in der Liga. 3 Niederlagen hat dann St. Pauli und 4 Fortuna Düsseldorf und eben Aue. Union Berlin berappelt sich wieder ein bisschen nach oder beziehungsweise vor dem Spiel gegen uns. Jetzt dann das letzte im Jahr 2013. Gegen Dresden haben die gespielt. Auswärts 1-0 gewonnen. Die Duisburger beachtlich holen hier einen Punkt gegen Cottbus. Da haben wir auch 1-1 gespielt. Die spielen 2-2. Und ja, haben ein bisschen Anschluss, würde ich jetzt mal sagen, weil davor alles verliert. Ob das jetzt Bochum ist, Braunschweig oder die 60er. Also man sieht wieder so ein bisschen Licht. Ich meine, die müssen die 16 theoretisch packen. Weil vom Kader können sie dann schon ein bisschen anstinken jetzt gegen den Dritten der dritten Liga. Wenn momentan Unterhaching. Wien Wiesbaden spielt unentschieden. Das ist was ganz Neues hier in Stuttgart bei der zweiten Mannschaft U23 VfB. Ja, 4-2 gegen Aue hat Düsseldorf gewonnen. Und deswegen sind die da oben runtergeflogen von der Tabellenführung. Nur einen Punkt aus den letzten beiden Partien. Da siehst du, wo es herkommt. Wir haben aus den letzten beiden Spielen 6 Punkte geholt. Und dann haben wir natürlich jetzt auch logischerweise die überrumpelt. Greuther Fürth 4-0 gegen Ingolstadt. Also das war wieder ein Spieltag für uns. Die beiden vor diesem Spieltag Tabellenführer werden komplett abgeschossen, auswärts. Und es nutzt dann Pauli aus mit einem Sieg. Mal gerade gucken, 3-2 in Augsburg. Also auch die. Also es ist nicht das Jahr der Absteiger. Ganz und gar nicht. Der eine auf der 11, der andere auf der 16. Und es sind jetzt schon 3 Punkte für Braunschweig hier. Auf 60. Klingt nicht viel, aber du musst halt erstmal in der Situation, musst du erstmal Spiele gewinnen. Das wird schwer werden für die. Weil das gibt heute einen Knacks, das kann ich mir vorstellen. Dass das nicht so wirklich spurlos an denen vorbeigeht. Ja, hier waren wir eben schon mal kurz drauf. Ich wollte mal kurz der Vollständigkeit halber mal gucken, was hier unten geht. Kiel hat endlich mal wieder gewonnen. 2 Mal in Folge jetzt sogar schon. Und jetzt haben wir unten die rote Laterne bei den Erfurtern. Die ja in Wirklichkeit jetzt wieder mit Kamloth verstärkt werden. Der ist dann zurückgegangen nach Erfurt. Bei uns ist er ja in Aue, also quasi eine Liga höher, ein bisschen erfolgreicher unterwegs. Kakao spielt mittlerweile ja gut in der zweiten Mannschaft von Stuttgart. Dürfte jetzt mittlerweile auch so 34, 35 sein. Ist dann eigentlich eine logische Sache. Ich finde auf jeden Fall schön, dass hier oben nicht die U23-Mannschaften dominieren, wie ich am Anfang ja schon die Angst hatte. Das hat dann auch so ausgesehen, teilweise hier Hoffenheim als Aufsteiger. Die zweite Mannschaft ist die hier oben auf der 2 rumgehauen sind. Es hat sich alles ein bisschen gesettelt. Und wir haben jetzt den besten von den Aufsteigern hier auf der 7, dann die 8, Dortmunds Zweiter auf der 9, Wolfsburgs Zweiter auf der 11 und dann das Schlusslicht. Eigentlich die Mannschaft, wo ich gedacht hätte, müsste die beste von den zweiten Mannschaften sein. Aber gut, die haben wir ja relativ geplündert, die zweite vom Stuttgart. Ja, und Osnabrück. Ja, das ist das Braunschweig der dritten Liga. Überhaupt nicht in die Gänge. Dritte Niederlage in Folge wieder. Gegen Rostock haben sie verloren. So, wir schauen mal in die Stimmen rein. Yusuf Paulsen, wenn ich das Tor treffe, denke ich immer, was mache ich jetzt? Und dann laufe ich mit irgendwelchen peinlichen Gesten rum. Ja, das ist heute ein paar Mal passiert, dass er das musste, dass er da peinlich rumrennt, aber meinetwegen kann er 90 Minuten lang peinlich rumlaufen und Tore machen. Immer gerne gesehen. Und das ist das Schöne, also selbst wenn vorne mal ein Platz frei ist, muss nicht heißen, dass jetzt unbedingt Fran dahin muss. Wir können sofort wieder Paulsen dahinstellen. Der dankt es uns. Der ist auf beiden Positionen mittlerweile wirklich klasse. Spieltagsstatistik. Da ist er drin, der Paulsen. Und auch der Kimmich schon zum 5. Mal, Jopek zum 4. Mal, trotz Verletzung. Und da hinten sind Jung Franke.
Weil jetzt lass mich gerade mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Also wir haben fast 50% der Elf des Tages hier gestellt in dem Spiel. Geiles Gerät. Also zwei Tore von Paulsen, siebtes insgesamt. Ist für einen Außenspieler ganz gut. Ich weiß gar nicht, hatte das erste Tor hat er noch als Außenspieler erzielt, oder? Ich glaube schon. Ah, dass der Kimmich schon zum fünften Mal drin ist jetzt hier. Der ist jetzt auch fast hier an der Nummer 1. Also der Anderson Lewis hat noch einen mehr. Das ist einfach klasse. Auch der Jopek hier auf der Position 7. Und Matoschka auf der Position 24 zweimal schon drin gewesen. Also es sind ja alles die, ja nicht die ganzen, Kimmich natürlich nicht verpflichtet worden von uns. Aber Jopek, eine Idee von euch, Matoschka, war so ein bisschen meine Idee, ne? Dass ich den da reinsetze. Muss ja auch mal sein, ne? Dass der Let's Player auch mal gute Ideen hat. Und nicht nur die geile Community, so das habe ich genug geschleimt. Wollen wir mal gucken, was es letztendlich heißt, Teamleistung. Nee, hat nicht gepasst, hat nicht gepasst. Da waren wahrscheinlich dann Koltortis Note und von den Jungs Fandrich und Papa wahrscheinlich ein bisschen zu schlecht für. Aber ich werde jetzt mit Sicherheit nicht meckern über eine 2,41. Um Gottes Willen, nee, mit Sicherheit nicht. Wir bleiben damit natürlich logischerweise auch beste Mannschaft des Jahres. Und eigentlich sind wir mittlerweile auch, nee, nicht ganz. Also hier haben wir noch zwei, die mitstinken können. Also St. Pauli und die Fürther von der Mannschaftsstärke. Und Augsburg ist auch noch relativ dicht dran. Da haben wir noch Düsseldorf. Ich würde mal sagen, wir sind auf jeden Fall oben dabei. Es ist kein Zufall, dass wir da oben stehen. Also mannschaftsstärkemäßig, qualitätsmäßig ist es einfach mittlerweile so. So, die besten Spieler können wir uns auch noch angucken. Timo Werner, jetzt ist er Sechster. Ich bin mal gespannt, ob er spielen kann am nächsten Spiel, weil wir haben jetzt ja wieder eine Woche Pause bis zum Union-Match. Also es könnte sich ausgehen. So gerade, ne? Das könnte passen, eine Woche bei einer Zerrung. Könnte wahrscheinlich ein bisschen früher sein sogar schon, dass die wieder fit sind. Ja, Paulsen auf der 15 mit zwei Buden heute und dann kommen Papa, Matuschka und dann lange nichts mehr. Da hat Daniel Fran. Aber das ist eben das, was ich möchte. Wir haben jetzt zwei Angreifer, die wir unter den Top 15 haben. Das ist ganz wichtig, weil das haben die oben auch alle. Schärchan, Hofmann, Thi, Terodde, Testroth von Bielefeld. Und dann kommt unser Werner. Also wir sind dabei. Das ist einfach wichtig. Die Notenbesten, das ist viele, viele Gesichter von Erzgebirge Aue. Aber wir können ja ein bisschen hochgehen. 17, 18, Dennis Coltorti dabei. Und da ist Franke. Nach 17 Spielen ist er jetzt auf der 7. Heute mit der 1. Das hat ihn natürlich ordentlich gepusht. Dazu auch noch weiterhin fairste Mannschaft. So, was haben wir hier? Es ist eine Woche, ja. Jetzt ist die Frage. Hier steht's halt grober. Nachher draußen wird's dann genau stehen. Ob das jetzt 12 Tage sind, 10 Tage sind oder vielleicht nur 4 oder 5. Oder 3. Das werden wir dann gleich wissen. Wäre natürlich schon bitter, ne, wenn du jetzt auf die beiden verzichten müsstest, jetzt gegen die Unioner. Aber ich denke mal, selbst dann müssten wir uns nicht verstecken. Wir gucken einfach mal rein, was das bedeutet. Für uns, Transfers ist relativ wenig, alles ablösefrei, kein deutscher Verein, bis auf hier FC Krai, aber ganz ehrlich, das kratzt uns nicht wirklich. Das heißt, wir gehen lieber mal rein. So, da muss ich gleich wieder die Musik rausschneiden, ganz wichtig. Sonst kommt YouTube wieder um die Ecke mit dem Teppichklopfer. Und will mich verwurschten. So, drei Kandidaten haben wir natürlich. Weltfußballerwahl ist ja jetzt vor ein paar Tagen auch gewesen. Das hat dann so ausgesehen, dass Cristiano Ronaldo das Ding geholt hat. Vor Lionel Messi und dritter nur Franck Ribéry, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass er das werden kann. Champions League Sieger, deutscher Meister, Pokalsieger mit dem, wie nennt man das da? Quadruple. Also, wenn er nicht, wer dann, hätte ich jetzt gesagt. Ich meine, ich werde mich nicht gegen Ronaldo sträuben. Das ist eine klasse Leistung, die der zeigt seit Jahren in Spanien, neben Messi natürlich. So, Van Persie, Lewandowski und Zlatan Ibrahimovic. Also drei ganz große. Ich würde mal sagen, da hat es jeder verdient. Ich tippe jetzt einfach mal auf Zlatan. Der hat es, glaube ich, noch nie gewonnen. Also in Wirklichkeit sowieso nicht, aber hier bei uns auch noch nie in den Let's Plays. So, wer ist es denn? Robin van Persie, der Holländer, holt sich die Krone von meinem Lieblingsverein Manchester United. Vor Lewandowski und auf Platz 3 Zlatan, Mr. Tor des Jahres. Ja, schönes Ding, kann man sich mit arrangieren. Kein Rooney dabei, kein Messi dabei, kein Ronaldo. Also ist mal etwas erfrischender, würde ich mal sagen. So, da sind wir jetzt wieder. Lassen das Autosave laufen. Und dann heißt es jetzt Vierter gegen Erster. Erstmal gucken wir uns das hier an. Das ist auch immer ganz interessant, diese Geschichten hier. Rangliste des Fußballs. Was wir denn da haben bei den Torhütern. Ja gut, das ist jetzt Bundesliga. Kann ich hier. Ah, geil, jetzt geht es sogar.
Letztes Jahr war es für uns ja nicht interessant, weil dritte Liga hier nicht angenommen wird, warum auch immer. Aber auf jeden Fall sehen wir, dass der Fabian Franke jetzt im Blickfeld dabei ist. Bei den Torhütern Colt Horti nicht aufgelistet. Also da haben wir Hesel, Schauner und Özcan von Ingolstadt. So, Außenbahn. Obwohl ja eigentlich die Note von Colt Horti gar nicht so schlecht ist. Deswegen hätte ich ihn da eigentlich vermutet. So, bei der Außenbahn defensiv, da haben wir keinen dabei. Anderson Lewis, ja, das denke ich mir. Das ist ja der, der momentan mit 6 Nominierungen da auch die Wertung anführt, 11 des Tages. Hier ist auch keiner bei. Im Blickfeld von uns. Dann haben wir zumindest hier bei der offensiven Geschichte Papa. Können wir ins Mittelfeld gucken, da haben wir keinen drin. Das überrascht mich doch jetzt. Also bei den Noten, die wir haben, ne? Dass Franke dabei ist, ist logisch. Coltorti hätte ich halt erwartet und dass hier vielleicht noch irgendwo einer drin ist, bei den Stürmern. Auch keiner. Noch nicht mal Werner, noch nicht mal Paulsen. Das ist eine komische Sache hier, diese Rangliste. Vielleicht haben wir gut vergessen, können sie uns ja nicht haben, sonst wären wir ja nicht bei, ne? Bei den Innenverteidigern. Naja, ich guck mal gerade Bundesliga ganz schnell durch, wen wir da vielleicht als Weltklasse einstufen können. Konstantin Rausch, internationale Klasse. Götze, wo ist der? Der ist im weiteren Kreis. Interessant. Interessant. So, Weltklasse haben wir hier sehr viele Offensivspieler. Sogar Kiyotake ist dabei, unseren ehemaligen Spielmacher in Nürnberg. Toni Kroos, Diego Buff von Lautern ist Weltklasse. Na, ob der das natürlich dann rausen kann, dass der die retten kann im Alleingang, das will ich jetzt mal bezweifeln. Van der Vaart und sogar Alexander Meyer. Der wird ja sowieso unterschätzt, was geht nicht mehr, ne? Also mehr geht eigentlich gar nicht mehr. Der hätte schon längst mal einen Nationalmannschaftseinsatz verdient in der Realität. Aber man kennt ja den Löw, ne? So, guckt euch das mal an. Also besser geht's, glaube ich, gar nicht. Was der hier für Weltdinger hat. Also Charakterwerte ist klasse. Das ist einfach Wahnsinn. Der spielt jetzt seit 2004 bei Frankfurt, ist ja ein ehemaliger Hamburger. Erst St. Pauli und dann beim HSV eine Saison gespielt. Aber da nur 4 Einsätze gehabt, in der Reserve auch nicht wirklich viel. Ja, und dann jetzt seit fast 10 Jahren in Frankfurt unterwegs. Der ist natürlich eine Waffe, ne? Der ist 1,96 groß, das heißt Kopfballungeheuer. Aber der kann auch wirklich was am Ball, der Kerl. Man sagt ja immer so gerne, ne? Also diese großen, diese Schlaksigen, die dann ein bisschen belächelt werden. Auch damals hier Peter Crouch, wer den noch kennt. Englischer, ehemaliger Nationalspieler. Der hatte ja Beine wie ein Reh, ne? Aber auch der konnte wirklich was am Ball. So, gucken wir uns die Stürmer noch an. Klar, dass Lewandowski dabei ist, wer bei der Weltfußballerwahl anwesend sein darf und da Zweiter wird, der muss ja hier in der Liste auftauchen, ansonsten wäre das eine komische Liste. Mandzukic ist dabei, Václav Kadlec für die Frankfurter. Ja, die haben schon, glaube ich, eine ganz ordentliche Mannschaft. Eben haben wir gesehen, dass der Meier dabei war, jetzt hier der Kadlec. Mal gucken, wo stehen die auf der 7. Das ist gut. Das ist klasse. Hier sehen wir den mit einer 80. Da bin ich ja sowieso mal gespannt, wie lange der da noch spielt in Frankfurt. 13 Spiele, 10 Tore. Also das ist eine wahnsinnig gute Quote, was der hier in Frankfurt hat. Weil hier vorher in Prag, das ist auch nicht so schlecht. Das ist ja im Prinzip auch fast jedes dritte Spiel getroffen. 111 Spiele, 32 Buden. Nö, das kann sich eigentlich sehen lassen. So, Frankfurt haben wir gesehen, können wir eigentlich mal weiter hier. Und ich glaube, ich habe jetzt einiges. Ich habe jetzt, glaube ich, einiges zu loben. Ich weiß gar nicht, ob so viele Gespräche noch übrig sind.